Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, habe ich ein wenig eingekauft und deshalb werde ich euch jetzt mal ein bisschen was zeigen und ja, wir legen los. Also mein erstes Teil ist das hier. Das hat eben nur eine Schulterseite praktisch und eine Seite mit einem langen Ärmel und ich finde, das sieht so mega schön aus. Vor allem getragen sieht das so schön aus. Das besteht auch übrigens aus 100% Baumwolle und ist mega angenehm auf der Haut. Also es ist auch wirklich perfekt für den Sommer, weil es eben erstmal, klar, es ist eine Seite kurz, aber es ist halt auch super luftig. Also es ist schön dünn und ja, es sieht sehr elegant aus. Kann man auch irgendwie cool stylen. Also ich würde es zum Beispiel entweder mit einer ganz normalen Jeans kombinieren oder mit irgendwelchen Stoffhosen, die ich euch auch noch zeigen werde. Oder ja, eben mit Farbkontrast, weil das Oberteil ja eben schwarz ist und es bietet sich halt komplett an. Mit irgendwas Farbigen zu kombinieren, kann man auch mit der schwarzen Hose anziehen und sieht super cool aus. Das hat in meinen Augen wirklich 10 von 10 Sternen, weil man sieht auch nichts durch, also es ist wirklich blickdicht und sieht halt wirklich echt richtig cool aus. Okay, kommen wir weiter zum nächsten Oberteil. Und das ist wirklich auch richtig schön luftig und dünn und hat eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Also es ist so ein... In der Kamera sieht es jetzt irgendwie sehr, sehr blau aus, aber es ist eigentlich schon eher so ein grünliches Blau. Das ist übrigens auch blickdicht und es hat einen schönen Ausschnitt, es zeigt nicht zu viel, also kann man auch easy in die Schule anziehen. Und die Länge finde ich richtig schön und der Stoff ist auch mega angenehm. Hat auch 100% Baumwolle, also dem Oberteil würde ich auf jeden Fall auch 10 von 10 Sternen geben, also das ist wirklich sehr, sehr schön. Okay, kommen wir mal zu einer Hose. Und zwar, ich habe wirklich immer so Probleme, lange Hosen zu finden, also zur Info, ich bin 1,80 groß. Ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig, die Hose in der perfekten Länge, mit in der Hüfte soll es passen, in der Taille soll es passen. Und ich war so überrascht, als ich diese Hose gekriegt habe, weil die ist tatsächlich ziemlich lang und hat eine super schöne Weißfarbe und ich mag total diese Details hier vorne, dass das so... so sich zugeht praktisch. Also wenn ihr das getragen an mir seht, das geht an der Taille praktisch so zu und betont die Taille einfach. Und der Stoff ist auch voll schön, also es ist wirklich ein dicker Stoff. Und bei weißen Hosen ist es ja oft so, dass man da irgendwie durchschauen kann, wo das halt ein bisschen durchscheinend ist. Und hinten sieht man wirklich gar nichts. Vorne ist es aber ein bisschen dünn, finde ich. Also man sieht auch, dass es so ein bisschen vorne ein bisschen viel Stoff ist einfach. Aber das ist nicht so schlimm, dann ist es nicht so wahnsinnig eng. Aber ich würde einfach gucken, wenn man irgendwas Dunkles unter drunter zieht, dann würde ich, also würd ich würde eine Hautfarbe oder weiße Unterwäsche anziehen drunter. Dann sieht man da nichts. Deswegen, ja, finde ich die richtig cool. Und die ist auch ziemlich lang. Also wenn ich normalerweise Hosen kaufe, sind da mindestens immer so viel ungefähr zu sehen von meinem Bein. Ich mag es echt, wenn Hosen wirklich lang bis zum Boden gehen. Diese Hose ist nämlich 111 cm lang und dass Hosen bei mir bis zum Boden runtergehen oder bis zum Fußende, sage ich jetzt mal, brauche ich 118 cm. Von dem her ist es wirklich okay. Und genau, die Hose, der würde ich, glaube ich, 9 von 10 Sternen geben, weil sie vorne einfach ein bisschen durchsichtig ist. Aber es ist normal eigentlich bei weißen Hosen und dafür ist sie eigentlich wirklich ziemlich blickdicht. Wir kommen mal zu einer Tasche. Ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Und zwar diese Tasche hier. Die war sehr, sehr günstig, glaube ich. Deswegen ist die Qualität jetzt auch nicht so perfekt. Aber für den Preis eigentlich wirklich in Ordnung. Und ja, genau, die ist so braun, hat so ein Krokodilmuster, sage ich jetzt mal. Und hat auch eigentlich ordentlich Platz. Also ich meine, man braucht ja nicht... Also wenn ich jetzt nur in die Stadt gehe und Handy, Geldbeutel, Schlüssel und so mitnehmen, passt das alles locker da rein. Genau, und diese Baguette-Taschen, die sind ja sowieso gerade irgendwie voll in und ich mag die auch echt gern, muss ich sagen. Vor allem, die kann man auch wirklich ganz einfach zu allem eigentlich kombinieren und sieht immer irgendwie schick aus, macht das Outfit ein bisschen interessanter. Und deshalb würde ich der Tasche, glaube ich, ja, ich glaube so 7,5 von 10 Sternen geben. Einfach, weil sie nicht, die Qualität nicht so super ist. Aber ich meine, was kann man auch erwarten? Das ist, die ist wirklich sehr, sehr günstig gewesen. Okay, kommen wir nochmal zu einem Oberteil. Und zwar, jetzt wird es ja wirklich relativ warm. Ich meine, das sieht man an meinem Outfit, glaube ich. Genau, und deshalb zu einem Top. Das ist so ein wirklich richtig schönes Grün. Das ist so ein Mintgrün eigentlich eher. Und genau, was ich an dem Oberteil richtig, richtig gern mag, dass das so ein richtig angenehmer Stoff ist. Also es ist wirklich richtig weich und es liegt total locker und auch so flatterig. Also kennt ihr diesen Stoff, der irgendwie nach einer Zeit immer so ausleiert und dann irgendwie nicht mehr formpassend am Körper ist? Das Oberteil, das liegt wirklich richtig perfekt die ganze Zeit, weil ich glaube, es ist auch sehr, sehr elastisch. Also es ist wirklich ein sehr elastischer Stoff, aber total angenehm, also nicht irgendwie rau oder so, sondern richtig weich.
das Tolle an diesem Oberteil ist auch dieser Ausschnitt. Es hat nämlich eher so einen U-Ausschnitt, sage ich jetzt mal. Oder halt so einen kastenförmigen Ausschnitt. Und sowas hatte ich jetzt auch noch gar nicht. Ich habe normalerweise immer V-Ausschnitte oder halt gerade so. Aber das Oberteil finde ich richtig, richtig schön. Macht auch wirklich ein sehr schönes Dekolleté so. Und ich glaube, dann würde ich dem Oberteil auch 9 von 10 oder 10 von 10 Sternen geben. Kommen wir weiter zu einer Hose. Jetzt kommen wir zu einer schwarzen Hose. Aber Leute, ich habe mich so sehr in diese Hose verliebt, wirklich. Und ich habe die gleich auch nochmal in einer anderen Farbe, ich zeig's euch. Das ist so eine tolle Hose, wirklich. Die ist erstmal sehr lang. Die ist nämlich 1,18 lang, also 118 cm. Und deswegen ist die perfekt. Ich habe meinen Freunden dann auch gleich einen Snap geschickt, als ich diese Hose anprobiert habe, weil die so toll ist. Und zwar macht die erstmal eine super schöne Taille, also wirklich, die sitzt richtig gut. Und dann ist sie auch noch so lang. Also es ist ein gerader Beinschnitt, wie ihr gleich sehen werdet im Video. Und finde ich sehr, sehr schön. Ich mag halt auch diese weiten Hosen viel lieber als so Skinny Jeans. Und die ist aber nicht jetzt, dass sie wie eine Schlaghose aufgeht, sondern die ist einfach straight leg, ne? Und die ist blickdicht und hat einen wirklich angenehmen Stoff. Also es ist ein dicker Stoff, sodass man wirklich nichts durchsieht. Und die sieht auch irgendwie echt hochwertig aus. Also die glänzt auch nicht irgendwie komisch oder so. Klar, ein bisschen schon, aber es ist total schön. Und die fällt auch total schön. Also die kann ich euch richtig empfehlen. Sieht auch hinten am Ass richtig gut aus. Ey, ich habe mich so sehr verliebt in diese Hose. Die ist für mich eine 12 von 10. Also die ist wirklich mein Baby. Okay, kommen wir wieder ein bisschen zu mehr Farbe. Und zwar habe ich so ein Polunder-Teil gekauft. Das ist so ein richtig... Also man sieht da ordentlich durch. Also da würde ich auf jeden Fall was drunter ziehen. Vorne ist... Okay, vorne ist ein bisschen blickdichter, aber jetzt nicht besonders. Genau. Und ich war ein bisschen irritiert von der Farbe zuerst, weil ich dachte eigentlich, es wird ein Blau-Blau sein und nicht so ein Lila-Blau, finde ich jetzt eher. So schön, wirklich. Also es ist ein richtig schöner Stoff. Also wirklich auch sehr, sehr weich. Ist nicht kratzig oder so. Falls euch interessiert, ist es 100% Acrylic. Mag den Schnitt. Ich finde es sehr schön. Es sitzt sehr locker. Es ist relativ lang, aber hier unten wird es ein bisschen enger und dann sitzt es auch sehr locker. Finde ich auch total cool. Also kann ich mir echt gut vorstellen. In dem Video seht ihr auch, dass ich das mit einer weißen Hose und einem weißen Oberteil kombiniert habe. Und ja, habe ich auch genauso auf Pinterest gesehen. Ich kann euch mal das Motivbild dazu einblenden, das ich mir da ausgesucht hatte. Gebe ich dem Ganzen jetzt nur 7 von 10 Sternen, weil es einfach nicht so 100% mein Stil ist. Aber ich finde es total cool und auf jeden Fall was anderes. Okay, kommen wir mal zu etwas, was ich jetzt nicht auf Ihnen gefunden habe. Aber es kam mit der Shein-Bestellung an und ich habe es von Amazon und das war genauso günstig. Also hätte easy von Shein sein können. Und zwar dieses Korsett hier. Ich glaube, ihr kennt das sicher. Also das kennt man, glaube ich, von Amazon. Das hat gefühlt jeder, der auf sowas steht, hat das gekauft, weil es einfach das Korsett ist. Es ist wirklich schön. Also es ist auch relativ lang. Es geht mir bis zur Hüfte runter. Und klar, da es ein Korsett ist, macht das eine sehr schöne Figur. Also wirklich, es betont richtig schön die Figur. Eine sehr schlanke Taille. Die Qualität ist eigentlich total in Ordnung. Also ich finde, da kann ich nichts dran aussetzen. Ist total hübsch. Der Stoff glänzt richtig schön. Und das Braun ist auch richtig hübsch. Also wirklich schön. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich würde das auf jeden Fall kombinieren zu einer entweder weißen Hose, hatte ich schon mal an, oder mit einer schwarzen Hose. Aber sonst würde ich es auf jeden Fall auch mit einer braunen Hose kombinieren. Liebe das Korsett. Ich liebe es und ich kann es euch komplett empfehlen. Ich habe alles übrigens in Größe S bestellt, außer das hier. Das habe ich in Größe M bestellt, weil in den Wertungen stand, dass es lieber eine Nummer größer nehmen sollte. Und ist auf jeden Fall okay. Also ich muss es eng schnüren, aber es ist... Passt dann perfekt. Innen ist es übrigens so schwarz. Es ist aber irgendwie total angenehm. Also es ist wirklich ein weicher Stoff innen. Und man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwie kratzt oder zwicken würde oder so. Ich verlinke es in der Infobox, damit ihr das findet. Und ansonsten schaut in meinem Online-Shop-Video vorbei, weil da zeige ich euch alles, wo ich es her habe und noch viel mehr. Ich werde dem Korsett auf jeden Fall auch 10 von 10 Sternen geben. So, da jetzt eben auch Sommer wird und es warm ist tagsüber, aber trotzdem abends vielleicht ein bisschen kühler, habe ich mir so eine Jacke geholt. Also die schnürt man vorne so zusammen und ich bin wirklich, wirklich überrascht von der Qualität. Das ist so richtig schöner, dicker Stoff. Also wirklich richtig angenehm und total weich und auch so stretchy. Also es ist wirklich schön. Und gestylt sieht es auch richtig toll aus. Also ich würde es auf jeden Fall mit einer blauen Jeans oder mit einer schwarzen Jeans kombinieren. Aber ich habe auch so eine braune Hose, die ich euch jetzt zeigen werde. Und dazu sieht es auch richtig schön aus. Dem Teil würde ich auch, glaube ich, 10 von 10 Sternen geben. Ich weiß nicht, die Bestellung war super. Also diesmal habe ich echt nur super Teile eigentlich gefunden. Jetzt zeige ich euch noch kurz die braune Hose. Das ist die gleiche wie in Schwarz, nur eben in Braun. Und das ist so ein, also sehr dunkles Braun, was ich gut finde. Aber es ist so ein rötliches Braun ein bisschen. Das habe ich nicht so genau gesehen, aber es sieht total gut aus. Und es macht auch, wie die andere Hose, eine super Figur. Mega lange Beine. Die passt mir richtig gut und die ist blickdicht. Die fühlt sich total angenehm an auf der Haut.
Dazu kann man auch ganz viele helle Farben, finde ich, kombinieren, aber auch genauso gut schwarze Sachen. Ich hatte dazu zum Beispiel auch mal dieses eine Off-Shoulder-Teil an. Richtig, richtig cool. Die Hose liebe ich fast noch mehr als die schwarze. Es ist wie, als würdest du eine Jogginghose anziehen, die aber eine super schöne Taille macht und total lang ist. Also wenn ihr auch groß seid, empfehle ich euch diese Hose wirklich. Auch auf jeden Fall 10 von 10. Okay, kommen wir mal wieder zu einer Tasche. Und zwar bin ich Opfer geworden von Pinterest, weil ich habe mir so eine Tasche bestellt, okay? Ich weiß, wir haben die jetzt alle bestimmt schon irgendwo 1000 Mal gesehen, aber ich musste sie mir holen und sie ist, oh, sie ist so kuschelig. Sie ist so schön weich. Und total schön und die war ja mal so günstig, glaube ich auch. Ja, die hat auch 5 Euro nur gekostet und es gibt immer im Internet irgendwo Rabattcodes. Mein Tipp für sowas ist immer, geh auf Instagram, gib Shein oder Shein Code oder die Marke, für das du einen Code brauchst, ein und geh unter Hashtags und dann such bei Top-Beiträge dazu. Da findest du immer irgendwie einen Code. Na, wegen der Qualität würde ich dem Ganzen jetzt nur 8 von 10 Sternen geben, aber ich meine, die ist total toll und sehr kuschelig. Okay, weiter mit einem sehr basic Oberteil. Das mache ich jetzt ganz flott. Das ist einfach der Rollkragenpulli, den ich mir dazu bestellt habe. Ich war auch bei dem Oberteil extrem von der Qualität überrascht, weil es ein sehr dicker Stoff ist. Aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, weil es halt sehr warm sein könnte darunter. Ich hatte es noch nicht jetzt so lange an. Aber ich finde es toll, dass es wirklich ein langes Oberteil ist, weil dann kannst du es reinstecken und dann rutscht da nichts raus und sieht irgendwie komisch aus. Deswegen wirklich gut. Der Rollkragen ist schön, also es ist nicht so, dass es sich immer wieder umkrempelt oder so, sondern bleibt genauso, wie er ist. Die Ärmel sind schön lang und ich finde es auch relativ blickdicht oder eigentlich ziemlich blickdicht. Ja, also ich meine, da habe ich eigentlich gar nichts dran aufzusetzen. Eine schöne Ergänzung für meinen Kleiderschrank, denn sowas kann ich noch brauchen, auch für den, wenn es mal kälter wird und so. Deswegen, ja, hat das Ganze auch 10 von 10 verdient. Okay, machen wir weiter mit einem Hoodie. Und zwar, ich wollte schon länger mal einen weißen Hoodie haben. Und dieser hier fand ich total schön, weil der hat so eine ganz einfache Aufschrift, da steht einfach Luxemburg Memories drauf. Und ja, ich hatte irgendwie nicht so den perfekten weißen Hoodie auf Shein gefunden, bis auf den hier, weil der ebenso schön weit ist und das mag ich total. Er hält auch ordentlich warm, also ich war damit auch schon jetzt zur Zeit immer morgens schon draußen, wenn ich zur Schule gelaufen bin und kann wirklich easy irgendwo drüber ziehen. Also auch 8,5 von 10. Okay, machen wir weiter mit einer weiteren Tasche. Ja, ich war ein bisschen farbenexperimentierfreudig, weil ich eben so viele Basic-Farben mir immer als Klamotten kaufe und dann gerne was habe, was ich irgendwie mit dem Ganzen dann aufpeppen kann. Und die Tasche, ich habe mich irgendwie ein bisschen in die verliebt, weil grün ist irgendwie gerade auch, wird gerade so irgendwie ein bisschen Trendfarbe, so allgemein, also grün, blau, weiß, so ist so voll irgendwie in dieses Jahr. Und ich probiere gerne neue Farben aus. Die ist ein bisschen größer als die braune Tasche. Die geht ein bisschen höher und die hat auch einen größeren Innenraum praktisch. Und da drin ist nochmal so ein Stoff drin mit so sogar einem extra Fach. Also die Qualität bei der Tasche ist deutlich besser. Auch von den Henkeln her. So ist ein schönes, dickes Material und hat auch trotzdem noch dieses Krokodil-Optik-Mustermäßiges. Aber ich habe mich total in die verliebt. Der wird auf jeden Fall 10 von 10 Sternen geben. Jetzt zeige ich euch noch eine Jacke. Und zwar diese hier. Genau, die finde ich vom Material. In dem Clip habe ich eigentlich nur erklärt, dass ich die Farbe und die Größe von der Jacke irgendwie nicht mag. Aber während dem Dreh habe ich jetzt festgestellt, dass ich sie doch irgendwie ganz gerne habe. Von dem her werde ich sie jetzt doch behalten. Und sie bekommt eine Bewertung von 8 von 10 Sternen von mir. Dieses Video ist übrigens in keiner Kooperation oder irgendwas entstanden. Ich zeige euch die Teile, weil sie mir gefallen, weil ich sie empfehlen oder eben nicht empfehlen kann. Und ja, einfach um euch ein bisschen Inspiration und Ideen zu geben für Frühlingsoutfits, Sommeroutfits. So Leute, das waren alle Sachen, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat das Video auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, neue Sachen zu kaufen und anzuprobieren oder zu stylen. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr habt vielleicht irgendwas gefunden, wenn ihr auch gerade irgendwas gesucht habt. Im Abspann findet ihr meine Social-Media-Seiten und ein weiteres Video von mir. Und ich hoffe, ihr lasst ein Abo da und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, denn ich habe da auch immer eine Videofrage für euch. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo da lasst. Denn ich poste jeden Sonntag um 14 Uhr ein neues Video. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao, ciao!